Hallo ihr Lieben, in diesem Video wollte ich über Zurückweisung sprechen, die wir manchmal von Therapeuten, Helfern oder den Menschen erleben, von denen wir eigentlich Hilfe und Unterstützung brauchen. Ich wollte mit euch teilen, was da dahinter steckt und wie wir besser verstehen können, was wir als Menschen wirklich brauchen und wie wir uns das gegenseitig auch geben können. Ich höre immer wieder mal von Teilnehmern der Oase oder anderen Leuten, die mir von ihren Erfahrungen berichten, dass wenn sie anfangen, nach Therapeuten sich umzuschauen oder auch Sitzungen mit jemandem nehmen, dass es manchmal einen Punkt gibt, wo derjenige sie zurückstößt, emotional, verbal, mental, wo der Therapeut sagt, ja, sie müssen das alles selbst regeln, sie müssen das alles selbst in die Hand nehmen und sie müssen selbstständig werden. Und dann gibt es wie so eine Art, lass mich in Ruhe, häng dich nicht an mich, mach jetzt dein eigenes Ding und du gehst mir auf die Nerven und du bist mir lästig. Sowas in der Richtung. Und das passiert dann oft, dass der Klient, der ja eigentlich kommt, um sich zu öffnen und auch seine bedürftige Seite und auch die jüngeren bedürftigen inneren Anteilen einfach in einem sicheren Raum teilen zu können und auch dafür Unterstützung zu erfahren. Der Klient wird beschämt, der Klient wird zurückgestoßen und bei dem Klienten vertieft sich dann manchmal dieses Gefühl, oh, ich bin eine Belastung für andere, was ich wirklich brauche, das kann ich nie bekommen, ich bin schlecht, irgendwas stimmt mit mir nicht und ich müsste alles alleine schaffen. Und ich glaube, dass dabei ganz versteckt eine wichtige Rolle spielt, dass wir als Menschen tatsächlich in der Kindheit, in der frühen Kindheit, wir haben ein Bedürfnis nach Bindung. Das heißt, das kleine Wesen, das kleine Baby, sogar vor der Geburt, diese kleinen Versionen von uns selbst suchen nach jemandem, der körperlich, emotional, seelisch da ist, wo wir uns festhalten können, wo wir Halt finden, wo wir sein dürfen, wo wir willkommen sind. Und viele von uns haben das nicht erlebt. Und von daher haben wir Anteile in uns, die sobald sie einen anderen Menschen sehen, der freundlich ist, der Zeit für uns hat, der sich öffnet für uns, kommen diese Anteile aus unserem Inneren heraus und wollen sich festhalten bei demjenigen, suchen diese Nähe. Auch wenn wir das nicht aussprechen oder jetzt körperlich versuchen, jemanden zu umarmen oder so, sondern innerlich, emotional, energetisch, gibt es diese Bewegung, oh, ich suche etwas, wo ich mich festhalten kann. Und was ich gelernt habe in meiner Ausbildung und in meiner Entwicklung als Coach ist, das ist ein Teil davon, wie Menschen Hilfe annehmen und wie Menschen Unterstützung brauchen. Ein Teil davon ist einfach, sich bei jemand anderen festhalten zu können. Nicht für immer natürlich und auch nicht, indem man dadurch tatsächlich denkt, oh, du bist jetzt mein Kind und wir gehen jetzt in diese Mutter-Kind-Beziehung oder oh, da vermischen sich jetzt die Ebenen und wir werden auf einmal privat aneinander hängen. Ganz klar eingegrenzt innerhalb der Sitzung, innerhalb des Coachings, finde ich es wichtig, dass Coaches und Therapeuten und eigentlich so viele Menschen wie möglich lernen, körperlich da zu sein und zu erlauben, mit Absprache ganz bewusst, dass wenn jüngere Anteile beim Klienten auftauchen, dass die sich festhalten dürfen während der Sitzung, dass diese herumtrudelnden, in Panik geratenden oder erstarrten Anteile vielleicht zum allerersten Mal erleben dürfen, jemand ist da. Und für mich als Coach ist das nicht anstrengend oder zehrend oder missbrauchend oder aussaugend, sondern ich bin einfach nur da, wie ein Baum. Und an einem Baum kann sich auch jemand festhalten und für eine Stunde einfach an den Baum sich lehnen und erfahren, wie das ist, sich anzulehnen.
Und der Baum ist einfach der Baum, der steht einfach da und lebt und atmet. Und da wir Menschen sind, haben wir natürlich noch mehr Ebenen. Ich finde es dann auch immer wichtig als Coach, meinen Klienten wissen zu lassen, das ist nichts, wofür du dich schämen musst. Und das ist nichts, was schlecht ist oder komisch oder falsch. Das ist ein natürliches menschliches Bedürfnis. Ja, etwas ganz Junges in dir hält sich gerade an meinem Arm fest oder hält sich gerade energetisch an mir fest. Und ich bin da und ich bleibe da und das ist in Ordnung. Und wir geben diesem Anteil die Möglichkeit, das zu erleben. Und der Witz ist dabei, dass dadurch die Klienten tatsächlich in ihre Selbstständigkeit und ihre Unabhängigkeit geführt werden, weil all diese frühkindlichen, unerfüllten Bedürfnisse, die wir in der gemeinsamen Arbeit vollenden, die dort sozusagen sich erfüllen dürfen, werden zu dem inneren Fundament, was uns als Erwachsene trägt. Und entweder ist mein inneres Fundament, ich bin haltlos, ich bin einsam, ich trudel im Nichts, ich hab niemanden und nichts erlebt, wo ich jemals landen konnte. Oder mein inneres Fundament ist, ich bin gehalten, ich bin getragen, ich habe das erlebt, wie das ist, Halt zu finden und willkommen zu sein. Und das ist meine Grundausrichtung, mit der ich im Leben unterwegs bin. Und ja, für diejenigen von euch, die selbst vielleicht als Coach oder Therapeut arbeiten, ich glaube, das ist verantwortungsbewusst, wenn wir anfangen, diese tieferen Ebenen zu verstehen und zu verstehen, oh, das ist ein ganz natürliches menschliches Bedürfnis. Manchmal kommt jemand auf uns zu und sucht diesen Halt, sucht nach Bindung. Und wenn ich einfach nur da bin, dann kann das und körperlich anwesend bin und das erlaube und wir das auch mit dem Klienten besprechen, darf das innerhalb von der Therapie oder Sitzung oder Gespräch oder Coachingarbeit, darf das auch und kann das auch geschehen. Und wir müssen nicht die Klienten erneut beschämen, erneut wegstoßen, erneut in ihre Bindungswunde reinstoßen und ihnen danach das Gefühl geben, ja, für diese jüngere Ebene von dir, da gibt's einfach nichts in dieser Welt und du musst dich zwingen, als Erwachsener so zu tun, als wärst du nur ein Erwachsener und Pech gehabt, wenn du das in der frühen Zeit nicht erleben konntest. Mein Gefühl ist, das ist wichtig einfach auch zu vermitteln. Das kannst du nachholen und das ist nichts Falsches, nichts Komisches. Das ist was total Schönes und ich würde mir wünschen, dass alle Menschen das lernen und dass wir auch in unserer Familie oder in unserer Partnerschaft, wenn diese Momente da sind, wo jemand einfach nur Halt braucht, wir lernen für einen Moment dieser Halt zu sein. Und wenn es dann Leute gibt, die dann Angst haben, oh je, dann hängt sich da ein kleines Wesen für immer an mich dran, da finde ich es immer schön zu wissen, das hat einen klaren Anfang, ein klares Ende. Die Zeit der gemeinsamen Arbeit ist klar abgegrenzt. Und nach der Sitzung darf der frühkindliche Anteil von dem Klienten jederzeit in dieses Gefühl zurückkehren. Wie hat sich das angefühlt, gehalten zu werden? Wie war das, wo ich mich so sicher und geborgen gefühlt habe? Und die dürfen da immer wieder reingehen. Das ist wie ein Wiederholen und Vertiefen und tiefer reinsinken in das. Und als Therapeut löst man sich natürlich wieder aus dieser Rolle, wenn die Sitzung vorbei ist, ist sie vorbei und dann kommt wieder der nächste Abschnitt deines Weges. So, das wollte ich gern mit euch teilen. Und wenn du Erfahrungen gemacht hast von dieser Art Ablehnung oder vielleicht auch Frustration, dass man was sucht und merkt, man kriegt es irgendwie nicht, vielleicht magst du einen Kommentar hinterlassen und erzählen. Und wenn du selbst in dem Bereich arbeitest, vielleicht fällt dir auch was dazu ein oder gibt es irgendwas, was ihr mitteilen wollt. Wenn ja, freue ich mich über eure Rückmeldung. Alles Liebe und bis dann.